Hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tagesabschnitt, den ihr gerade genießen dürft. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine Runde Kreuzworträtsel, eine sogenannte Kreuzworträtselrunde. Und ich möchte erstmal beginnen mit einer kleinen Sache. In der letzten Folge habe ich ja ein Wort drin gehabt mit vier Buchstaben, beziehungsweise die Kurzform von Blockheizkraftwerk. Und habe da mir so ein paar Späße damit gemacht, weil das ja mit BHKW abgekürzt wird. Und tatsächlich, ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen recherchiert. Der Brustbereich ist tatsächlich einer der wärmsten Bereiche, also äußerlich zumindest, des Körpers. Das heißt, wer weiß, vielleicht ist eventuell ein BH-Kraftwerk zumindest eine physikalisch gar nicht mal so gar nicht mal so unlogische Möglichkeit. Und dann ist mir was eingefallen, und zwar, wie misst man denn üblicherweise Fieber? Also manche haben das Glück, im Ohr gemessen zu werden, andere Leute werden woanders gemessen, und da kam mir irgendwie, zufällig in den Kopf, dass es ja auch AKWs gibt. Ich möchte mal nicht sagen, wofür jetzt das A steht. So, und damit gehen wir jetzt zum Skin über, sprich zur Haut. Und in unser Kreuzworträtsel. Ja, und ich hoffe, mit diesen verstörenden Bildern habe ich euch jetzt nicht verschreckt. Ich wollte einfach nur mal meine Gedanken teilen. Meine sehr merkwürdigen. So, was haben wir hier? Mar, genau. Unfug ist nicht Klimbim, oder? Nee. Nordatlantikpakt. Yeah, die NATO. Klima. Nein. Unfug hat nichts mit Klima zu tun. Geometrische Figur könnte eine geometrische, könnte ein Kreis sein. Ja. Nervenkrankheit ist eine Neurose. Es ist eigentlich so ein schönes Wort. Neu und Rose. Einfach zusammen. Eine Neurose. Das ist eigentlich was gerade aufblüht und nicht eine Nervenkrankheit. Dann haben wir hier den Klamauk. Ah, das ist das. Okay, das ist ein ganz schön langer Frauenname. Aufgeschmissen. Nee, weiß ich noch nicht. Was haben wir hier? Bremer? Bremer ist es nicht. Kennzahl. Bin mir gerade noch nicht sicher. Großer See in Asien. Englisch, umgangssprachlich für super. Nice. Mal sehen. Kennzahl könnte eine ID sein, aber auch. Nee, Identifikationsnummer ist es nicht. Großer See in Asien ist der Aralsee. Mhm. Tierprodukt. Fell, nö. Ei, nö. Was gibt's denn noch so? Mal überlegen. Tintenfisch ist ein Skalar, oder? Nee, das ist es hier nicht. Tintenfisch ist ein Oktopus, passt auch nicht. Kalmar ist auch nicht. Angelegenheit, nee. Matrosenlied ist ein Shanty eigentlich. Ah, tatsächlich. Das ist ja interessant. Ein Hansestädter ist also was mit T am Ende. Also kein Bremer, kein Hamburger, kein Rostocker. Amerikanische Stadt ist natürlich New York. Umgangssprachlich unangenehm auffallen. Anecken. Haha. Okay. Kartenspiel für drei Personen. Ich skat. Dann ist das hier. Lateinische Stunde ist Hora. So, ja, dann das Tierprodukt ist dann wohl Fleisch. Fleisch. Herrenjackett ist ein Sakko. Mhm. Der Tintenfisch. Oh, was könnte das für einer sein? Machen wir erstmal Edna. So, biblischer Prophet. Ja, keine Ahnung. Speisefisch. Also erstmal, es könnte dann wohl der Stör sein. Und Esra war es. Esra. Okay, aufgeschmissen ist hilflos, ja, okay, Nationalität, so,
Dann ist das bestimmt Manuela. So, volle Straße. Machen wir erstmal Las Vegas. So, Ausstrahlung ist die. Ja, genau. Steuern, Abgaben. Bam. Botanische Schau, Bundesgartenschau. Buga, nee, ist auch nicht. Landesgarten Dings LG A. Hä? Das ist ja interessant. Was? Das ist das? Das ist jetzt komisch. Volle Straße, weiß ich noch nicht. Aber B, ein Stift, ein Kuli ist es nicht. Ein Schreibstock ist es auch nicht. Da könnte eine andere Art von Stift gemeint sein. Warte mal. LGA ist es nicht. BGA ist es aber auch nicht. Die Botanische Schau. IGA. Internationale Gartenausstellung meinen die wohl. Ah. Mhm. Haarreihe am Auge. Na, das ist doch, warte mal. Das Lied und die Wimper würden mir jetzt einfallen, aber Haarreihe am Auge. Dann machen wir erstmal den Februar, der nicht der Februar ist. Dann ist es bestimmt der Sepp. Ja. So. Blutvergiftung. Ja. Nee. Persönliches Fürwort. Mit Ach und Krach ist, dann ist das ja ich. So. Angelegenheit. Nee. Dann machen wir erstmal den Pascha hier. Ach, die meinen hier, die Hansestädter sind Hanseaten. Ah. Ah. So, eine Angelegenheit ist auch eine Sache. Und ich glaube, die Blutvergiftung ist Sepsis. Genau, wenn jemand septisch ist, ist er blutvergiftet. Oder so. Frauenkurzname ist Lena. Okay. Volle Straße. Stau. Natürlich. So, dann ist das hier die Braue. Braue. Augenbraue. Wimper ist hier. Lid ist hier. Augenbraue. Die habe ich vergessen gehabt. Ach, natürlich. Ein Stift ist eine Abtei in dem Fall. Boah. Oh, ich dachte erst an Schreibstöcke, wie ich ja schon bereits gesagt habe. So. Die Ausstrahlung ist Flair. So. Und das ist irre. Sepia. Echt jetzt? Oh, der Tintenfisch Sepia. Ja, ja. Wusste ich. Wusste ich natürlich. Alles vollkommen richtig. So, was haben wir denn hier? Eine Mannschaft ist ein Team, würde ich jetzt mal fast sagen. Und ich möchte das nicht eintragen, weil könnte ja auch falsch sein. Jared Kushner ist kein US-Filmstar. Aber ich weiß, was hier reinkommt. Okay. Gut, was haben wir hier? Wettsegeln. Ja. Friedensnobelpreisträgerin, na super. Ein Jaguar ist auch. Tja. Was haben wir hier? Samson, Tiffy. Sesamstraße. Beste Ausstattung ist Premium. Nee. Hintergedanke. Kröte. Ich weiß nicht mal, was. Sainte jetzt ist, dass es eine Abkürzung braucht.
Insektenfresser ist nicht die Venusfliegenfalle. Matrose. Seaman. Natürlich, die nennen ihre Matrosen alle Seaman. Nein, nein, geht ja schon gar nicht, weil hier kommt ein R-A-I-L hin. So, Steckplatz. In der EDV ist natürlich das. Bringt mich das so weiter? Ja, ich weiß, was das für ein Buchstabe ist. Okay, was ist die 6? Kunststoff. Kunststoff. Dessertwein. Och nö, ich kenne mich doch mit Weinen nicht so aus. Dauerbackwaren. Gucken wir mal, was bringt uns die 7? Ohren könnten. Nee, Teil des Gesichts. Backe, Wange. Gummiartige Kunststoffe. Das könnte Samba sein. Oder Rumba. Hilft uns nicht weiter. Das ist gummiartiges. Okay, ja. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Gummiartige Kunststoffe weiß ich jetzt. Dann weiß ich auch den Buchstaben 7. Ich vermute mal. Ich vermute, ich brauche eine 6. Parallelogramm ist auch ein Rhombus. Nein. Klappt auch gar nicht. Platz in Berlin. Das ist einfach. So, dann ist hier ein A. Flache Schnittholz, och man. Das wäre so schön, wenn ich jetzt hier mal mehr wüsste. Elektrisch geladenes Teilchen ist auch klar. Bringt mich das weiter? Wortteil Billion. Okay, wir haben Mega für Million, wir haben Giga für Milliarde. Und dann. Okay. Okay, dann weiß ich jetzt auch, was das, was hier für ein Wort reinkommt. Das hilft mir vielleicht irgendwann mal. Okay. Wusste gar nicht, dass das Insektenfresser sein könnten. Also, das wäre was, wenn das jetzt so wirklich ist. Bewohner der Arktis. Passt beides nicht, was mir gerade einfällt. Was gibt's denn da in der Arktis noch so alles? Achso. Ah, okay, ja, klar. Okay, dann weiß ich das. Jaguar. Ich komme immer noch nicht drauf, was die 4 sein soll. Das Ding ist, ich habe schon so viele Buchstaben gerade. Also Mannschaft gebe ich mal ein, ist ein M. Filmstar ist Jared Leto, dann haben wir hier Appendix, weiß ich nicht, aber Wettsegeln ist Regatta. So, hier komme ich nicht weiter, aber ich weiß das und den Buchstaben. Denn das ist ein Ion und das ist Elmo. Bam. So, und dann kommen wir hier nämlich zum Beispiel auf die Libelle. Dann haben wir hier einen Slot. Okay, Englisch Schiene, Rail. Billion ist Terra, ja. Krankschreibung ist ein Attest.
Interessant, interessant. Da bin ich ja mal gespannt. Was könnte das sein? Also hier kommt schon mal ein B rein. Ah, dann ist das Wort wirklich Megabyte. Nein, nein. Echt jetzt? Wenn das Wort Megabyte ist, das wäre ja... Nee, ja, doch. Das E ist auf jeden Fall hier. Das muss ja dann ein... So, was haben wir hier mit dem... Also, Regatta... Ja, das ist Elaste. Oh, ich habe die ganze Zeit schon gedacht, als ich Meg raus hatte. Da dachte ich so, das könnte Megabyte sein. Bei der 5 habe ich irgendwie was völlig Falsches im Kopf gehabt. Da habe ich nicht ein B, obwohl ich wusste, dass das Wort hier überall ist. Ah, das ist traurig. Das ist echt traurig. Ich habe so früh mir gedacht, dass das wird ein Megabyte sein. Und es hat nicht Klick gemacht, weil ich bei der 5 wahrscheinlich das B irgendwie... Also, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass da auf einmal ein M steht, obwohl ich wusste, dass hier überall reinkommt. Und das hat es für mich kaputt gemacht. Da dachte ich so, Megim, das macht doch alles keinen Sinn. Obwohl da nie ein M war. Das ist echt traurig, dass ich jetzt ausgerechnet in meiner Lieblingsdisziplin sowas... Warte mal, Dass ich da ausgerechnet so einen Fehler mache und da einen Buchstaben hindenke, der da gar nicht ist. Ach ja. Dünne Pfannkuchen sind Eierkuchen, sind Crepes. Ja. Dann ist das hier Acryl. Der Dessertwein weiß ich noch nicht. Machen wir mal Per hier rein. Ehemaliger Flugplatz. Oh, das war wieder was ich überhaupt nicht kenne. Westernlegende. Nein. Dauerbackwaren. Brote? Brite, natürlich. Kekse? Nee. Zwiebacks? Das Beingelenk ist erstmal das Knie. Das könnten wirklich Kekse sein. Ja, sind Kekse. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich der Sherry. Ja. So. Heim, Beim, ja. Appendix. Anhang. Ah. Und ja, Wyatt Earp hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann. Habe ich mich ganz dunkel jetzt gerade dran erinnert. Die Raute. Die meinen die Raute. Natürlich. Wie könnte man die Raute denn nicht, kennen. Flaches Schnittholz. Ach ja, ein Brett. So, das ist die Träne, die ich vergossen habe, dafür, dass ich das Megabyte nicht erkannt... Also, dass ich schon erkannt habe, aber nicht konsequent durchgezogen. Sonst hätte ich relativ früh sagen können, ist ein Megabyte. So. Sailor. I am sailing. Und das ist tatsächlich... Das hat mich überrascht, dass die Libelle ein Pflanzen... ein Insektenfresser ist. Ich habe gerade keine Ahnung. Irgendwann muss ich doch mal durch sein. Das kann doch nicht Onpa, nee. Onza. Jaguar, Onza. Ist das... Hat das was mit einem Auto zu tun, das ich nicht kenne? Auf jeden Fall, das ist das. Der sogenannte Fischfresser. So, Hintergedanke ist eine List. Ja. Unke. Also ich möchte keine Elke als Kröte bezeichnen. So, Deluxe ist hier... Lateinamerikanischer Tanz ist natürlich dann Samba, nicht Sauna. Nein, auch nicht. Okay, befremdlich. Absurd. Huch. Ah, dann ist das Salsa.
passt irgendwie gerade dazu, die Musik. so absurd war es. Eine wertlose Kleinigkeit ist natürlich wieder ein Deut. Teil des Gesichtes. Mal gucken, was haben wir denn hier? Wir haben Augen, wir haben Stirn. Wir haben die Stirn. Na. So, und damit sind wir auch schon mal wieder durch. Es hat insgesamt ein bisschen über 20 Minuten gedauert. Ich glaube, damit kann man leben. Ich glaube, das geht. Und ich sag euch, ihr hattet bestimmt vor mir diesmal das Megabyte raus, dementsprechend top gemacht. Sehr gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich war heute ziemlich langsam mit dem Megabyte, weil ich es eigentlich mir schon erahnt hatte und es dann doch verworfen habe. Naja, kann ja mal passieren. Vor allem, ich hätte mal auf dünne Pfannkuchen hier, ich hätte hier mal was eintragen müssen und dann... Da hätte ich hier wenigstens noch einen weiteren Buchstaben gehabt. Na gut, auf jeden Fall, es war mal wieder und es wird auch morgen wieder sein. Wollte ich nur gesagt haben. Und ja. Ja, damit ist die Musik aus und gleich auch das Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und lasst es euch gut gehen.